Sir, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Oh! Hey, Kinders. Was geht denn bei euch ab? Willkommen zu Spec Ops The Line. Ein Kandidat für ein Let's Play hier auf dem Kanal. Wir fangen einfach mal direkt an. Dieses Spiel ist komplett durch eure Spenden gekauft worden. Vielen Dank dafür, Leute. Ihr seid richtig crazy. Und ja. Sehr cool. Okay, naja. Wir spielen natürlich auf Suicide Mission. Enemies are aggressive and more lethal. For veteran players only. Also ich werde es ein bisschen schneiden, falls irgendwas Langweiliges da sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Los geht's. Wow. MG. Die haben uns getroffen. Noch einer, aber ihr habt keine Chance. Ich bin nämlich an so einem MG dran und ich mache euch tot. 2K Games presents. Oh. Sieht aber echt schick aus, ne? Kann man nicht sagen. Ist schon ein schickes Spiel. bin ich gerade am Verrecken? Männer? Denkt an, ich spiele auch schwer, gell? Hört mal auf jetzt. Oh, shit. Holy shit, du sagst es, Alter. Wow. Ja, dafür wie er runtergefallen ist. Voll die Pinse, weißt du. Alter, das ist hell, ich sehe gar nichts mehr. Ich gucke gegen die Sonne, unfair. Wie früher beim Tischtennis. Ich habe nichts gesehen, ich habe in die Sonne geguckt. Unfair, Schiebung. Ah! Nein, ich fahre gleich. Hört auf mich zu schießen jetzt. Okay, beide down. Was? Was? Oh Gott, da fing in den Sturm rein. Okay. Tja, wir sind halt ziemlich nussig unterwegs. Shit, bro. Go away. With you. Alter, richtig crazy. Crazy. Uh-oh. Vorher. Früher. Is John Conrad the greatest man I ever served with? Well, I don't know. There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Er spricht über mich wahrscheinlich. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now, the official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. Oh. 6 months ago. Oh shit, the sandstorm is coming. 2 weeks ago, we picked up this transmission. This is Colonel John Conrad, United States Army. The evacuation of Dubai ended in complete failure. Death toll. Too many. Oh.
Shit. Okay, es geht weiter. Ruhe, seid mal leise. Hey, Cap. Captain Walker. What is it, Luger? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You are in town. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, that might have hurt. All right, remember, this place has been designated a no-man's land, which means we're not supposed to be here, so let's do this by the books, okay? Okay, bro. Gut, also, das war's soweit mit den Sequenzen. Es ist auch erstmal interessant für euch, ne, das mal mitzuerleben, wie das so ist, wenn ich eben nicht die ganze Zeit labere und die Schnitte so hart sind. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall eine entspannende Geschichte und dieses Let's Play, egal welches Spiel es jetzt auch wird, wird für mich auf jeden Fall auch, also jetzt für mich, diese Entspannung sein. Und ich hoffe, das ist für euch dann auch, also das muss dann für euch natürlich auch in Ordnung sein, weil da bin die Vögel krass. Ja, also es wird natürlich trotzdem lustig, aber... Aber es wird nicht dieses Pa-Pa-Pa, wie es eben sonst immer ist, ne? Also das ist was anderes. Vor allem sieht das hier alles so schick aus. Ich will mal kurz hier drüber springen, kann ich nicht. So, ey! Die Pufe können drüber springen und ich nicht. Hä? Ah ja. Alles klar. Shift. Ich habe Space gedrückt. Ich Hohlbohrer kann. Ah. Okay. Ich dachte, ich kann einfach da runter jumpen. Jetzt aber, oder? Kann ich jetzt runter? Ah, ach so, an diesen Dinger muss ich runterrappeln. Okay, gut. Lass uns ihn runterrappeln. Komm her, mein Freund. Los, Männer! Wir rappeln! Hui. Also zum Glück sind hier gerade so drei Dinger, ne? Mensch, ey. Voll die geilen Autos. Voll die Autos und so. Oh. Sir, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Oh! Der Kopf ist weg! Ach, der Arm fällt aber nicht ab. Der Kopf ist weg! Das ist ab 80 oder so das Spiel, krass! Finde ich jetzt voll übertrieben und so. Bist du auch so kopflos unterwegs? Alter, Ablup! Was höre ich denn da hinter mir? Das ist hier, das ist aber nichts mit Zombies, oder Leute? Ich muss doch jetzt keine Angst haben. Mir wurde gesagt, dass das Spiel richtig, richtig crank ist. Hufflex meinte, dass es man zwischendurch wohl auch irgendwann vielleicht weint oder sich übergeben muss. Also ich bin stark gespannt. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein recht guter Kandidat hier für ein Let's Play. Alden. Aber wartet mal ab, schaut euch noch Space Engineers an. Das kommt jetzt auch die Tage. Are you taking his side now? Hey. When he's right, he's right. Hey. The command wants us to look around, we look around. What? Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Wie hab ich... Future reference, I prefer my beaches with a... Wer labert hier? ...sexy lady-dead-body ratio. Wo schlägt man? Do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. Ist es jetzt gerade eine alte Durchsage, die ich da in meinem Kopf höre, oder was passiert hier? Ja, das ist von gerade eben. Ah, nee, es wird durch... Ja. Okay. Left Control. Great.
being watched. Huh. I should see how sexy it is. Let me go to dry. Oh. Well, this looks like the place. Okay, okay. Yep, this is what we're looking for. Shit. Was ist da oben los? What's that supposed to be? It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? Okay. Not a fucking clue. God. Huh. Damn it. Sheesh, she's bang bang. You better come see this. Uh-oh. Uh-oh, was ist hier los? Oh, no. Oh, fuck. That's putting it lightly. Huh. Ist das unser Kollege? Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Uh-oh. That doesn't answer the question. Uh-oh, meiner. I think we're about to find out. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Papa. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim Hafizanim. Huh. Good call, Lugo. This could go south real fast, Walker. Oh, shit. See that bus over there? Okay. Oh yeah. Das sind die tot. Der Sand hat sie umgebracht. Die sind tot, oder? Oh. Okay. Jetzt chill doch mal, chill doch mal. Ich muss doch erstmal cool. Oh yeah. Aha. Alter, bin ich gut. Ist natürlich der Global in mir, ne? Ist fies, dass ich so ein Spiel spiele, weil, ich bin natürlich bei CSGO schon seit Jahren Global. Alter. Oh, shit. Wow. Ich muss mich ducken. Geht weg. Ich spiele auf Hardcore, darf ich nicht vergessen. So, die ersten 15 Minuten werden jetzt auch noch damit schon erreicht. Ich will gucken, dass ich nie oder nur selten über diese 15 Minuten drüber komme. Deswegen mache ich jetzt hier noch die Action zu Ende. Und mach da mal auf den Stopp, Bisch. Was? Maus. Stun Command. Ah, geil. Das war der Stun Command. Die haben jetzt eine Flashlight bekommen. Oh, yeah. Oh, Adams. Ich habe Adams angeschossen. Alles klar. Man kann Munition aufheben und auch andere Waffen aufheben. Was tausche ich denn dann? Die Waffe, die ich gerade in der Hand habe. Alles klar. Geil, ne kleine Mikro, 9mm. Pervers, eine kleine Mikro. Muppelt gemuppelt. Alter, wie ich den gegeben hab, Mann, krass. Flash hier nochmal hin, bitte. Ah, jetzt kann ich keinen Flash-Command mehr geben. Ich will hier mal kurz dran. Naja, okay. Also, Leute, das soweit zu dieser kleinen Render-Frequenz. There is a grenade, meine Herren. Start a tick. Yes, sir. Bam. Oh, oh. Okay. Mitten in dieser Action müssen wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ja, soweit zu Spec Ops The Line. Wäre auf jeden Fall auch ein möglicher Titel für ein Let's Play. Ihr werdet jetzt ja hier in dem Video sehen, wie der Schnittduktus eben ist, weil ich glaube, komplett ohne Schnitte komme ich nicht aus. Weil ich mir doch ab und an, ich habe mir einfach angewöhnt, dass ich zwischendurch was trinke oder mal mir irgendwas in die Gosch stopf, was zu essen, Leute, keine Sorge. Und ja. Also dann vielen Dank fürs Zusehen bis jetzt. Schaut auf jeden Fall in Space Engineers rein und entscheidet euch dann schon mal zwischen diesen zwei, was euch da auf jeden Fall besser gefällt. Vielleicht kommt noch ein drittes Spiel hinzu. Ja, Daumen nach oben, weil ich die so fett gepimmelt habe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.